Freunde von nah und fern und willkommen zu einem neuen Biertest hier mit mir, dem alten Biersüffler. Ja, auf unserem Gabentisch haben wir heute wieder ein bisschen was Spezielleres, nämlich ein schönes Craft-Bier aus Großbritannien. Und zwar das EPA oder EPA. Ja, und zwar aus dem Hause Marstones. Ja, oder Marstons ausgesprochen. English Pale Ale haben wir es hier zu tun mit gerade mal 3,6 Umdrehungen. Also weniger als ein Pilz. Ja, kommt jetzt hier in so einer 0,5er Flasche. Wo gab es das Ganze? Ja, beim Lidl. Die hatten wieder gut Aktion gehabt. Da konnte man sich mal wieder so ein bisschen durch die Craft-Biere mal durchs Sortiment wühlen. Zum Glück hatten sie es vorher wieder im Prospekt drin, sodass ich gleich darauf aufmerksam wurde und dann gleich zum Lidl des Vertrauens und gleich mitgenommen für 1,39 Euro die Flasche. Also auch das ist ein super Preis, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ist gut gekühlt, wie man sehen kann, liegt jetzt ungefähr bei 7 Grad, gute Trinktemperatur. Kommen wir mal zur Flasche. Ja, da haben wir hier ein lustiges Etikett, das sieht so ein bisschen futuristisch aus, oder? So ein bisschen so, wenn man da so sehen, so wie so ein Zahnrad oder was das ist. Oh, interessant, so eine Ringe. Ja, haben wir noch den Hopfen da. Da steht einer auf Stelzen da so rum. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig erkennt. Ja, ganz witzig irgendwie. Naja, hinten dann halt noch ein paar Infos drauf. Ja, die Hopfensorte. UK, Internetseite haben sie auch. Ja, durchgestrichen, Schwangere sollten nicht trinken. Das ist logisch. Und da steht es auch nochmal, Zutaten, Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hefe. Also ist bis jetzt nichts Verrücktes oder so. Ja, finde ich eigentlich recht ansprechend irgendwie. Sieht modern aus. Jung sieht's aus. Frisch sieht's aus. Wollen wir mal gucken? Machen wir mal auf. Ich habe mich jetzt wieder entschieden hier für ein kleines Pilzgläsle. Einfach zum Probieren momentan am besten, denke ich. So, was haben wir da? Okay, Kronkorken duftet schon ein bisschen. Es schaut so aus. Auch für Sammler vielleicht interessant. Da haben wir nochmal diese drei Rädchen oder drei Räder, was das ist. Boah, Flasche schön frisch. Okay, da merkt man nochmal gar nichts, würde ich sagen. Lassen wir mal laufen. Ja, läuft gleichmäßig und geschmeidig. So. Aha. Eigentlich soweit ansprechend. Schauen wir mal, wie es da ist oder was wir da generell noch ein Stückchen gebe ich noch rein. Sieht ja wirklich sehr spannend aus für ein Pale Ale. Ist auf jeden Fall erstmal ein Bier, ganz klar. So, dann haben wir da eine Blume, da bin ich ein bisschen überrascht. Na, ich sag mal, gute zwei Finger breit in die Blume. Sehr feinporig, sehr cremig, schneeweiß, mittlere Kraterbildung mit ein paar Luftbläschen, die einen fröhlich begrüßen. Sieht sehr ansprechend aus, der Zerfall geht auch eher wieder zentriert in die Mitte rein. Strudelförmig und der Schaum bleibt ganz klar am Glas haften. Also da finde ich schon mal, sieht sehr, sehr ansprechend aus von der Blume. Scheint auch ein bisschen länger zu halten. So, was haben wir da im Glas drin? Da haben wir auf jeden Fall kein filtriertes oder teilfiltriertes Bier. Und zwar eher ein bisschen milchig mit einer schönen, wirklich grellgelben Farbe. Das erkennt man, glaube ich, gar nicht so richtig jetzt hier in der Kamera. So richtig so ein Goldgelb, ja, so stelle ich mir so Goldgelb vor. Eigentlich sehr schön anzuschauen. Der Blumenteppich unten ist lückenlos und ja, die Kohlensäurebildung, ne, ein paar kleine Bläschen prickeln nach oben, aber ist jetzt nicht sensationell an verschiedenen Stellen. Ja, ist okay, denke ich mal. So, gebe ich nochmal ein Schlückel rein. So, was geben wir denn dem Ganzen hier? Also von der Optik her bin ich eigentlich sehr zufrieden schon mal. Schaut sehr gut aus. Gebe ich 9 Punkte. 9 von 10 Punkte für die Ästhetik. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr ansprechend aus. Bekomme ich Durst drauf. Habe ich Lust. So, machen wir mal anschnuppern. Mal sehen, was passiert. Mhm. Ja, so,
Da haben wir erstmal einen recht frischen Duft, riecht ziemlich intensiv, jetzt auch nicht so eine extreme Fruchtbombe, doch man merkt eine Frucht, und zwar eine Zitrusfrucht ist da drin. Ich tendiere ganz klar zu Grapefruit, so in diese Richtung, Blutorange, Orange, da so sind wir schon irgendwie zu Hause, so in dem Bereich, vielleicht noch ein bisschen Wassermelone. Das könnte durchaus möglich sein, dass das hier im... Ja... dass das da drin noch mitschwingt. Und wie immer dieser leichte Bohlegeruch. Ich sage ja ganz immer wieder bei Craft Beer, das ist mir ganz oft aufgefallen, das erinnert mich immer so ein bisschen an so eine Silvesterbowle oder so ein Silvesterpunsch oder sowas in diese Richtung. So ein Blubberwasser halt, ne? Das ist... Doch, riecht aber auf jeden Fall angenehm. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob ich da auch... Ich weiß noch nicht so richtig. Also ich könnte sein, dass ich auch eine Himbeer rausrieche. Könnte durchaus Himbeer sein. Ja, könnte nur eine Himbeer mit drin sein. Und wie ist dann so, die tänzelt da ein bisschen mit der Wassermelone rum oder so. Keine Ahnung. So, Freunde, ich würde sagen, machen wir mal einen Antrunk. Habe ich Bock drauf. Ihr bestimmt auch. Den Antrunk lieben wir immer. Zum Wohl, ihr Lieben. Wollen wir mal gucken, wie es schmeckt. Ja, also der Antrunk bereitet natürlich den Mundraum gut vor. Was ich jetzt so rausschmecke, ist eine erstaunliche Herbe. Also das ist sehr herb, das Ganze ist wirklich sehr pilzverdächtig. Bitterstoffe, ganz klar, dominieren momentan. Schwingt der Fruchtkörper mit, aber als Anhängsel vom Hopfen. Ganz klar, als Anhängsel. Also der, das ist nicht auf ein... Also, das ist nicht geradlinig, ne, dass hier Hopfen, also so doch zeige ich richtig. Nicht, dass der hier vorne der Hopfen ist und dass hier die Frucht ist, sondern erst das so, hier ist der Hopfen und gleich hinten angekettet, so als Anhängsel, vielleicht noch ein Stückchen Abstand, ist dann da die Fruchtnuance herauszuschmecken im Antrunk. Und ja, die ist erstaunlich mild. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist jetzt so eine süße Geschichte, geht so eher in den süßen, lieblichen Bereich rein. Das ist es gar nicht, ist eher so typisch, so typisch pilzverdächtig. Eher so hopfig, Bitterstoffe, ein bisschen malzig auch, das schmeckt man raus. Bin ich erstmal gespannt auf den Mittelteil, mal sehen, was da passiert. Ja, da entwickelt sich ein bisschen Frucht. Da kommen so ein bisschen so diese schon aufgezählten Fruchtnuancen, Grapefruit, Orange, Himbeer, so Wassermelone, alles so ein bisschen zusammen. Bleibt so ein bisschen hier vorne im vorderen Bereich, so hintere Lippe oder so kleben. Vom Charakter und Körper her. Aber auch wieder herb. Leichte Röstaromen auch. Und mild, Leute, das ist mild. Das mag man gar nicht glauben. Sehr, sehr leicht, ne? Ja, merkt man schon den Alkohol. Ja, 3,6 Umdrehungen, das ist nicht viel, ne? Ja, spritzig, ein Sommerbier auch. Ein gutes Sommerbier. Aber Blätter. Bleibt haften, das Ganze da. Das ist aber... Holla, die Waldfee. Bleibt haften da. Ganz im Mundraum. Angeklammert, ne? Auch. So, machen wir mal jetzt so schön Abgang. Oh. Angekommen. Ja, im Abgang schickt es auch nochmal diese herberen Noten nach oben. Und auch wieder das Fruchtige als Anhängsel. Jo. Okay, was haben wir hier? Passen wir mal zusammen. Was haben wir hier mit den EPA oder EPA-Bierchen, Craft-Bierchen? Ja, da haben wir ein Bier, eigentlich ein klassisches Pilz, das mit Zitrusfrucht-Nuancen verfeinert wurde. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Sehr, sehr leicht,
ziemlich spritzig, eher sommertauglich. Im Winter würde ich es jetzt nicht gerne trinken wollen. Dafür ist es mir einfach zu lasch im Geschmack. Ja, da ist einfach zu wenig los. Und was man positiv erwähnen muss, ist tatsächlich, dass der Geschmack, also die entwickelten Nuancen, die man in der Mundhöhle hat, verdammt lange haften bleiben. Also man hat ja wirklich alles, auch jetzt beim Sprechen, bei der Speichelbildung, man hat hier ganz, ganz lange diesen Nachgeschmack irgendwie, auch durch den Abgang. Das bleibt wirklich alles richtig im Mundraum kleben. Oder ne, kleben ist der falsche Ausdruck, ne? Haften. Ich würde es lieber als haften, würde ich das Ganze bezeichnen. Theoretisch eine stimmige Sache, wenn man so einen Pilz mit Fruchtaromen mag, vielleicht Zitrusfruchtaromen, so recht mild, dann sollte das eigentlich soweit passen, finde ich. Nimm noch mal kurz einen Schluck, um sicher zu sein. Ja, ist stimmig. Ist stimmig. Nur diese Säure von der Herbe, die mag ich nicht so. Das ist so eine leichte, so eine saure Note halt. Ne? Die schwingt dann halt mit, sind Zitrusfrüchte. Und das in Kombination mit dem Hopfen, der auch ein bisschen Säure abtritt, finde ich persönlich ein bisschen zu übersäuert. Und deswegen ist mir der Nachgeschmack schon fast ein bisschen zu intensiv, zu aufdringlich und zu unangenehm. Also ich habe es dann eher so ein bisschen lieber stimmiger, lieber ein bisschen nicht ganz so als Anhängsel, sondern eher so ein bisschen parallel verlaufend. Finde ich beim Bierchen eigentlich immer ein bisschen spannender. Ja, gut. Können wir bewerten? Bin ich mir eigentlich recht sicher mit der Bewertung. Ich gebe hier 6 von 10 Punkte für das IPA aus Großbritannien. Und ja, ist soweit in Ordnung, das Bier kann man probieren. Ist jetzt aber auch kein Highlight, muss man ganz klar sagen. Gut, und damit ist der alte Biersüffler draußen. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, einfach abonnieren da oben. Und wir sehen uns beim nächsten Biertest. Ciao, euer Biersüffler.